Serapis, die Römer wollten dann eine Gegenalternative gegen die Lehre von Jesus Christus dann auch dann starten, indem sie dann auch Isis Serapis in den Vordergrund gebracht, eine ägyptische Gottheit eigentlich, die auch eine Art Leben nach dem Tod verspricht. Und das war dann eine Art Gegenbewegung gewesen. Und dann haben sie dann einen riesen halt eben dann auch Bau hier hingestellt. Und es gab auch dann sogar einen Fluss, einen kleinen Fluss, Kesslerfluss. Der Fluss, der fließt jetzt hier unten durch mit einer Kanalisation. Das ist jetzt, Dankeschön, der Trajan-Tempel. Hier nochmal in Abbildung, nochmal so aus der Nähe. Und der Tempel, der wurde dann auch dann natürlich als typische Krönung des Kaiserkultes, der dann ja mit Augustus so anfängt und langsam stärker und stärker, immer stärker wird, letztendlich dann seine Krönung empfindet in dieser Art. Und Hadrian, 2. Jahrhundert, 112, hat das Gebäude dann errichten lassen.